Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Denner. Herz. Wenn man sich hier umschaut, dann hat man doch wirklich das Gefühl, als befindet man sich im tiefsten Burgund. Und irgendwie stimmt das ja alles ein bisschen. Denn während 150 Jahren hat das Gebiet hier zum Königreich Burgund gehört. Wir befinden uns hier zwischen Roll und Marsch. Und was uns von Beveridge hier ganz besonders interessiert, das hat sicher schon erraten. Mit 3212 Quadratkilometern ist das Waadtland flächenmäßig der größte ganz zur Romandie gehörende Kanton und der viertgrößte des Landes. Der Eidgenossenschaft beigetreten ist das Waadtland im Jahre 1803. Mit einer Rebenfläche von rund 3800 Hektaren treffen wir hier auf das zweitgrößte Weinbaugebiet in der französischen Schweiz, das auch auf eine bereits 450 Jahre alte Tradition zurückblickt. Hier entfallen allein auf die Rebsorte Chasselas 68% der Rebenfläche. Die Weinberge der 8 Appellationen liegen recht weit verstreut, sodass der Kanton in die drei großen Zonen Chablais, La Côte und Lavaux unterteilt ist. Seit dem Jahre 1995 gibt es auch ein AOC-System mit Grand Cru-Lagen. La Côte ist übrigens der grösste Bereich. Rund 40% der Weinproduktion stammen aus diesem Gebiet. Und genau hier sind wir heute auch zu Gast, genauer im Weingut Domaine de Valmont. Ihr seht jetzt noch neben mir André Fuchs, er ist der Direktor von Schenkweine. Und genau André, kann man vorstellen, dass bis aus einer gepflückten Traube schlussendlich Wein wird, das ein extrem langer und komplizierter Weg muss sein. Ja, das ist definitiv so. Und um das ganz genau zu erklären, vorstellen, gehen wir jetzt im Keller die Produktion anschauen. Jetzt sind wir vor dem Holzfass, das ist die Geschichte der Familie Schenk, weil es ist der Vater der Gründer der Firma, der das Holzfass im 1896 gebaut. Und das ist wirklich die Geschichte der Firma. Wieso ist denn eigentlich das oval und ja vorher alles runde gesehen, grosse? Ja, das ist eine gute Frage. Er ist der Erste, der Charles Schenk ist der Erste, der ovale Fässer gemacht hat, der weniger Platz braucht im Keller. Und das ist bisher hier Preis gewonnen wegen dem, weil er ist der Erste, der so grosse ovale Holzfässer machen konnte. Ja, super Idee, aber ist niemand vorher auf die Idee gekommen, um das zu machen? Vielleicht die Idee haben sie gehabt, aber technisch nicht gehabt, um das zu machen. Es waren kleine, aber so grosse nie. Er ist der Erste. Dort oben hat es eine Zahl, 23'550 ist das die Literanzahl Wein, die da drinnen würde stecken. Das ist der Platz für den Wein, genau. Das macht ungefähr 30'000 Flaschen, wenn wir das Ganze abfüllen würden. 30'000 Flaschen würde vielleicht sogar für das ganze Leben haben. Vielleicht, ja, es kommt drauf an. Und da ist aber heute kein Wein mehr drin. Nein, da ist kein Wein mehr drin, weil das ist ein ganz alter Holzfass. Ein Holzfass kann manchmal zwischen 50 und 80 Jahren leben. Und das ist jetzt mehr als 100 Jahre, um das als Geschichte zu behalten. Und euer Wein heute wird auch noch in diesen Holzfässern gelagert, aber? So Teil, ja. Wir haben Holzfässer und Chromstahlfässer. Wir werden vielleicht später auch Chromstahlfässer sehen, aber wir haben auch Keller in den Domänen, die alles in Holz noch ausgebaut. Und hier sind wir im Rotweinkeller. Hier siehst du die erste Basis der Vinifikation von Rotwein. Hier in den Tank sind die roten Trauben.
und die, ist der Hut von der Trauben, die gibt die Farbe. Und das heisst, 2-3 Mal im Tag müssen wir den Saft rauslassen und den dort rüberbringen, dass er über die Haut geht von der Trauben. Ah. Und das wäscht schon 7 und 12 Tage. Und das gibt die Farbe und Tannin vom Wein. Das heisst, dass eigentlich die roten Trauben nur rot sind wegen der Haut. Können wir dann auch Weisswein daraus machen? Wenn du sie sofort presst, es kommt darauf an, welche Traubensorte, aber Pinot Noir oder Gamay ist ziemlich ein weisser Saft, der kommt raus. Wenn man einfach sofort presst, dass man nicht die Haut lässt, so gärig machen. Und Rosé, ist das Mischung zwischen Weiss und Rot? Nein, Rosé ist nicht eine Mischung. Rosé ist, du hast rote Trauben nach 2-3 Stunden pressen, mhm, oder nach 2-3 Stunden von dem Tank nimmst du ein bisschen Saft aus und dann ist Rosé. Die Farbe ist noch nicht gemacht an diesem Zeitpunkt. Und wie oft geht das rauspumpen und wieder rauslassen? 3-4 Mal im Tag. Und das während 7 oder 12 Tage. Es kommt darauf an, wie die Gärung ist, wie lange dauert der Prozess von den Zucker im Alkohol transformieren. Mhm. Das heisst, ein Remontage. Und die Aktion hier ist ein Cuvage von der roten. Cuvage, Cuv ist Tank und die Trauben in der Cuv im Tank und das heisst Cuvage. Christo, sind wir jetzt in unserem Barrique-Keller. Mhm. Hier hat es Rotweine und Weißweine. Es ist die letzte Phase von der Vinifikation vor dem Abfüllen. Nicht alle Weine sind in Barrique ausgebaut, aber ein paar Selektionen, speziell Traubensorten, wenn wir mit Tannin bringen und auch wie weiche, darum wir das in der Barrique machen. Aha, und das sehe ich, es hat auch Fässer, wo so einen roten Streifen heißt, dass das dort Rotwein drin ist? Ja, das tun wir so machen. Es ist manchmal Rotwein, aber es ist auch Weißweine sind noch nie rote Streifen und manchmal haben wir Rotweine mit roten Streifen. Und jetzt will ich etwas ganz Spezielles zeigen. Weil in der Barrique im Wein hat es immer Hefe und die Hefe, wenn wir, das ist ein Absatz, und die Hefe tut den Körper am Wein. Mhm. Das heisst, wenn wir die Hefe aufrühren, einmal in der Woche und auch dann, wenn eine Woche, und das ruhig lassen, dass es den Körper gibt am Wein. Und das können wir so machen beim Drehen einfach. Jetzt siehst du, die Hefe, die dreht und ist fast der Wein wird trüb. Das ist ein spezieller Fass mit einem Glas gemacht, das können wir den Prozess gut anschauen, wie es passiert. Und so passiert es in jeder Barrique, einmal in der Woche. Das sieht super aus. Hey, salut! Bienvenue! Merci! Mais super, magnifique. Bienvenue dans cette magnifique petite caverne. Die Arbeit eines Weindirektors beginnt prinzipiell immer so. Nicht schlechter Job. Ganz allgemein richtet sich unsere Arbeit aber in Richtung Logistik und Promotion der einzelnen Weine. Du bist ja du eigentlich der perfekte Mann für mich, wenn ich ein paar Antworten möchte haben. Oder zum Beispiel habe ich gehört, dass nur 2% der Schweizer in der Schweiz produzierten Weine exportiert werden. Warum ist das so? Das ist extrem wenig. Dies ist einfach zu erklären. Bis vor etwa 10 Jahren konsumierten wir Schweizer fast die gesamte einheimische Produktion. Heute nimmt der Weinkonsum in der Schweiz leider etwas ab. Das heißt, wir müssen den Export unbedingt fördern, um unser Qualitätsimage wahren zu können, um zu zeigen, dass wir da sind. Die Schweizer Weißweine genießen ja einen extrem guten Ruf. Wie sieht es eigentlich mit der Rotwein aus? Hier ist es ähnlich, denn leider erreichen die roten Traubensorten bis heute nur gerade 35% der wattländischen Produktion. Ganz im Gegensatz zum Chasselas, der stolze 61% erreicht. Aber wir sind bemüht, die Reputation auch von Wattländer Rotweinen stetig zu fördern. Ich meine, der Schweizer wie eher leichte Weise und eher jungtrunken werden, stimmt das? Nein. Nein, persönlich ziehe ich es vor, auch einen Schweizer Wein erst nach 2 bis 3 Jahren zu entdecken. Mit der Zeit kommen die Aromen einfach besser zum Ausdruck. Einen Chasselas erst nach 8 oder 10 Jahren zu genießen, ist sogar ein ganz außergewöhnliches Erlebnis. Unsere Weine sollen und dürfen altern. Dafür sind sie auch gemacht. Das Waadtland ist das zweitgrößte Weinbaugebiet der Schweiz. Ich nehme an, das ist für die Wirtschaft vom Kanton enorm wichtig. Der Weinbau ist für die waadtländische Wirtschaft immens wichtig. Sämtliche Straßen, die in den Kanton führen, durchqueren Weinberge. Das heißt, auch vom touristischen Standpunkt her bedeutet dies eine sehr starke Identität. Und wie sieht es mit der Zukunftsperspektive vom Waadtländer Wein aus?
Wir Schweizer suchen im Moment meiner Meinung nach wieder nach uns selbst. Die Märkte sind zwar anspruchsvoll, aber ich bin überzeugt, dass die in den Weinregionen geleistete Förderarbeit dem Schweizer Wein zugutekommen wird. Ja, das klingt doch gut. Alles Gute weiterhin. Danke für Mass, es war super interessant. Merci, Nicolas. Merci, Eva. Und ich mache jetzt eine kleine Tour de Marche. Die Waadtländer Gemeinde Morsch am Nordufer des Genfersees ist allemal ein Besuch wert, bietet doch speziell die Altstadt dank ihren vielen malerischen Gassen ein fast schon mittelalterliches Ambiente. Zahlreiche Patrizierhäuser dominieren dennoch das Stadtbild. Hier befindet sich auch die im 18. Jahrhundert erbaute Kirche, die zu den wichtigsten Bauwerken des Protestantismus zählt. Südwestlich der Altstadt steht das mächtige Schloss, das im 13. Jahrhundert in Form eines Carré Savoyard erbaut wurde. Der regelmäßige viereckige Bau mit drei kleineren runden Ecktürmen und dem großen runden Nordturm erhielt seine heutige Gestalt indes erst im 16. und 17. Jahrhundert. Seit der Revolution ist das Schloss im Besitz des Kantons. Im späten 19. Jahrhundert wurden auch die Kehranlagen neu gestaltet. Die breite Uferpromenade und der 1898 angelegte Parc de l'Indépendance laden allemal zum Flanieren ein. Wir sind hier vor der Maison Digor und der Name hat seinen Grund. Denn von 1915 bis 1917 hat hier der grosse russische Komponist der Igor Stravinsky residiert. In dieser Zeit sind grosse Werke entstanden, unter anderem die Suite Italienne, die ihr jetzt gerade im Hintergrund gehört. Und ich freue mich jetzt besonders, in das wunderschöne Gebäude zu gehen, denn hier erwartet mich jetzt eine Weidegustation. Thierry, eine Weidegustation und erst mal in diesem Ambiente. Danke vielmals, das ist genial, dass du mich hier empfohlst. Und vor allem bist ja du ein absoluter Experte, du bist Önologe. Was ist das ganz genau? Der Aufgabenbereich von Önologen umfasst die Weinproduktion vom Rebstock bis zur Lieferung an den Konsumenten. Bei der Planung des Weinbaus berücksichtigt er unter anderem die Standorteigenschaften des Rebbergs. Bei der Weinbereitung wählen Önologen je nach Traubensorte und Qualität die entsprechenden Vinifikationstechniken. Anschließend werten sie die Ergebnisse aus und dokumentieren den Prozess. Also du bist in dem Fall genau der Richtige, um mir zu zeigen, wie man so eine Weidegustation richtig macht. Also es ist schon fast zum Schämen, aber ich habe noch nie so einen richtigen Kurs oder eben eine Degustation an einer teilgenommen. Wie funktioniert das genau? Eine Degustation erfolgt stets in Etappen. Zunächst entscheidet der visuelle Eindruck. Das heißt, man beurteilt den Wein zunächst rein aufgrund seiner Farbe. Dann folgt der Geruch, wo auch eine erste Beschreibung möglich wird, beziehungsweise eine erste Begegnung der Sinne stattfindet. Das Etappenziel erreichen wir so dann im Mund, also mit dem Geschmack. Wie man möchte, kann man den Wein dann trinken oder auch wieder ausspucken. Und ganz zum Schluss wertet man den Gesamteindruck des degustierten Weines. Nous, on va pas recracher. Wir werden den Wein nicht wieder ausspucken. On le boit. Wir werden nicht trinken, oder? Und tut man den Rot und den Weiss wie genau gleich degustieren? Die Basis ist grundsätzlich dieselbe. Beim Rotwein kommen einfach noch die Tannine, also die Gerbstoffe hinzu, die auch das Wesen eines Rotweins ausmachen. Wir beginnen mit einem Chasselas der Domaine de Valmont. Comme ça, tu pourras faire la dégustation. Gläser sind, glaube ich, gleich groß, so la même grandeur. Oui. Ja, natürlich gibt es für Weiß- und Rotweine verschiedene Gläser, aber wir belassen es bei dieser Degustation bei einer gleichen Größe. Donc, on peut observer un petit peu de CO2, le gaz carbonique dans ce chasselas. Ich komme jetzt schon vor wie ein Experte. Et après au nez. Achte dich bitte auf die mineralischen, fruchtigen Aromen, die gerade beim Chasselas charakteristisch sind. Lass den Wein ein wenig in deinem Mund ruhen, dann spürst du sie umso mehr.
Da spürt man so viele Sachen. Ich spüre das Fruchtige, aber schon eine gewisse Säure. Aber keine Säure, die stört, sondern eine feine Säure, die dazugehört. Et au final, en général, on sent aussi l'amertume, un tout petit peu d'amertume, qui est tout à fait typique pour ce cépage. Also, wunderbar. Aber ich glaube, wir müssen noch viel lernen, um hier die Experten ausdrücken zu lernen. Gut, und dann tun wir den Rot auch noch probieren. Volontiers. Sowieso eher ein Rotwein-Fan. Weisswein ist auch super fein, aber der Rotwein geht zum Essen. Entfacht noch mehr Leidenschaft. Voilà, là, tu vas déguster donc un assemblage. Wir degustieren hier eine Verbindung zwischen Gamay, Gamaret und Gara Noir. C'est trois cépages de la région. Donc là, à part la couleur qui est différente. Die Aromen sind gegenüber dem Weißwein sehr viel würziger, was, wie schon gesagt, nicht zuletzt mit den Tanninen zu tun hat. Mais épicé, souvent dans les vins rouges. Viel herber ist es. C'est plus fort. Oui, en général, on a plus d'intensité dans les rouges que dans les blancs. Et puis là, en bouche, tu sens les tanins qu'on retrouve en bouche. On ne fait pas comme ça. On peut aussi. Ja, dies ist eine Art Beatmung des Weines, damit sich die Aromen im Mund optimal verteilen. On peut le faire aussi. So, Thierry, ich glaube, jetzt muss ich aufhören. Es ist leer in diesem Glas und eine Degustation sollte ja nur ein Probieren sein. Danke viel, viel mal. Merci beaucoup. Ja, pas de quoi. Okay. Guten Abend miteinander und herzlich willkommen. Ich darf Ihnen heute zeigen, wie man im perfekten Aperitif einsteigt. Und zwar mit dem Kir. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Kir Royal, der mit Champagner gemacht wird. Wir verwenden Weisswein. Als erstes haben wir Crème de Cassis, wo man im Boden des Glas einschenkt. Und damit sich das dann schön mischt, mit dem Weisswein schön zügig dazugeben. Weisswein sollte unbedingt schön gekühlt sein, damit das ganze Getränk schön kalt ist. Und somit ist er bereit zum Geniessen und ein Start in Aperol. Zum Einstieg in jedes gute Menü darf natürlich die Suppe empfehlen. Und mit Weisswein passt sehr gut der Wattländer Weissuppe. Dazu tue ich Butter, Schmelzer, tue ein bisschen Suppengemüse dazu, weißes, Zwiebeln, Lauch, Sellerie, ein bisschen fein geschnitten, nicht so dick. Tue das würzen. Wenn das Gemüse schön angedünstet ist, tue ich ein bisschen Mehl dazu. Das hilft mir zum Binden. Und jetzt mit dem Weisswein ablöschen. Kalbsfond dazugeben. Man kann auch Geflügelbouillon nehmen. Ist ein bisschen feiner, denn, wenn man kein Kalbsfond hat. Und das tun jetzt unterrühren aufkochen und dann ca. 5 bis 10 Minuten aussieden lassen, das Geschmack vom Gemüse in die Flüssigkeit übergehen. Gut, die Suppe ist jetzt mit Rahm verfeinert. Jetzt das Wichtigste bei Suppe, abschmecken. Sehr feine Weinnote ist da. Jetzt angerichtet, ein paar geschälte, kernlose Trauben drin. So. Und schon ist er fertig, der Einstieg in das Menü mit einer schönen Wattländer Weissuppe. Eine berühmte Weisheit vom römischen Historiker Tacitus lautet: In vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Und wenn man jetzt philosophisch möchte werden, dann könnte man fragen, ja, in welchem Wein liegt die Wahrheit denn genau? Nämlich das Angebot an edlen Tröpfen aus der ganzen Welt ist grösser denn je. Und somit steht man auch immer wieder vor der Qual der Wahl. Aber mit Blick auf die heutige Sendung kommt man eigentlich noch eine viel treffendere Wahrheit in Sinn. Nämlich, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? In diesem Sinn, danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Beverage und zum Wohl.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Denner.